Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Alpha Saphir Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich würde sagen, es ist Arena-Zeit, aber bevor wir jetzt in die Arena gehen, ich habe mich gegen Yuna, aka Nachtara, entschieden. Wir haben schon so viel Unlicht-Pokémon im Team und ich war jetzt auch zu faul zu trainieren, muss ich sagen. Zum anderen habe ich Randy einmal wieder halt beigebracht per TM, das haben wir ja bekommen. Dann hat sie eigentlich schon eine ganz gute Attacke. In petto nicht nur Doppelteam. Und Zertrümmerer habe ich Ghosty gegeben. Einfach weil ich es kann. So, dann würde ich sagen, nicht lang schwatze hier. Wir gehen in die Arena. Ich gehe mal davon aus, das wäre eine Elektro-Arena gewesen, weil hier so viel Geld ist. Ja, sehr wahrscheinlich. So. Aber wir nehmen natürlich jeden Kampf mit. Was haben wir denn vorne stehen? Wir haben Teddy vorne stehen. Aber Randy könnte noch ein paar Level gebrauchen. Wir wollen doch gleich mal testen, wie Widerhall funktioniert hier. Mein Herz brennt vor Leidenschaft, deine Träume gehen in Flammen auf. Yeah! In Flammen auf? Na, das wäre normal in Elektro-Arena. Aber es ist Formeo. Ist das normal? Das müsste doch normal sein. Machen wir einen Doppelkick drauf, dann werden wir es erfahren. Randy, du wirst hier viel, viel Spaß haben. Ich glaube, hier wird das XP für dich hageln. Wobei, da können auch wieder dumme Vogel-Pokémon dabei sein, die noch als Zweityp den Normaltyp haben. Noch ein Funk. Ah, ne, dachte schon. Dachte, da käme gerade noch ein Formeo. Zauberblatt. Randy. Stärke 60, magischer Blattangriff, dem nicht auszuweichen ist. Das heißt, es trifft immer. Das ist natürlich nett. Mach den Reflektor dafür weg. Nice. Wir haben eine gute Pflanzenattacke. Ich glaub's ja gar nicht. Es wurde aber auch Zeit her. Ein Evoli. Ich möchte Evoli nicht wehtun. Aber Evoli, es tut mir leid. Hier hast du zwei Füße. In dein Gesicht. Bam. Das tat weh, ja. Ah, der Kampf ging nicht gut aus für Evoli. Sehr schön. Ja, nice, nice. Das sollte relativ easy werden, alles hier. Ich glaube, das Schwerste wird dann fast schon das Rätsel sein hier. Gut. Das hätten wir schon mal. Wie hieß denn der Arena-Leiter hier? War das nicht Walter? Ich meine, der hieß Walter. So, wir nehmen natürlich jeden Trainer mit. In dieser Arena gibt es Knobelaufgaben zu knacken. Das macht Spaß, oder? Ja, wir alle lieben es. Ein richtiger Traum. Noch ein Evoli. Ja, es gibt natürlich nur zwei normale Pokémon, wie wir wissen. Formeo und Evoli. Randy, das Übliche bitte. Dutz. Dutz. Fast zu einfach, ey. Ja, ist schon fast zu einfach. Ich habe auch das Gefühl, dass wir noch ein bisschen überlevelt sind, aber... Soll mich nicht weiter stören. Ich denke, das wird sich noch schnell genug ändern. Hallo, junge Frau. Mein Charme und die Attacken meines Pokémon werden dich schocken. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das nicht passieren wird. Käufwaff. So, dieser Langhaarhund, ne? Ein kurzer Deck. Oh, ein schickes. Ist das Michael Jackson Hund oder was? Doppelkick. Das darf anfangen. Das ist ein schnelles Hundi. Das sieht sehr, sehr interessant aus, muss ich sagen. Oh mein Gott. Das wiederum war jetzt sehr wenig Damage. Machen wir doch lieber ein Zauberblatt drauf, würde ich sagen. Cooler Augen. Was machen cooler Augen? Angriff sinkt. Okay. Zauberblatt. Ja, das hat ein bisschen mehr Damage als Doppelkick, habe ich das Gefühl. Machen wir das nochmal. Auch wenn es nicht ganz reichen wird, glaube ich. Oder Randy? Oder Randy? Na, no, nicht mal ansatzweise. Eieiei. Nun gut, dann eben jetzt. Der Hund ist ziemlich nervig, muss ich sagen. In Fort mit dir. Level up, level up. Nice.
Ja, wir kommen hier sehr, sehr gut durch. Das gefällt mir. So, war das jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach. Hallo? Ich habe mit Walter trainiert. Daher bin ich nicht so einfach zu schlagen. Er ist wirklich Walter. Ich habe noch etwas in meinem Kopf behalten von damals. Eins Nobili-Card. Ach Gott, Herr, sieh an. Mal gucken, was da der Doppelkick ausmacht. Na, wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel, ne? Wir werden sehen. Wir könnten auch Widerhall gehen, ne? Komm, wir machen Widerhall. Spam mir Widerhall. Das ist okay, der Damage. Ich glaube, das war fast so gut wie Doppelkick. Weiter geht's. Junge! Randy. Zügle deine Kraft. Bissbark. Der Hund mit dem Schnurrbart. Dieser Hund könnte einen Widerhall gebrauchen, glaube ich. Das Gefühl, die Attacke ist etwas ebenbar. Schnüffelt an uns wieder. Dass Hunde immer schnüffeln müssen vorher. Geh beiseite. Dankeschön. Netter Hund. Freundliches Hundi. Gut erzogen. So, war's da schon? Kommen wir jetzt zu Walter. Stecker raus und fertig. Ja. So sieht's aus. Jetzt bin ich fast wieder drauf gelaufen, das wollte ich nicht. Ich nehme an, wir haben's jetzt hier. Ach Gott, sind wir gut. Gott, sind wir gut. Da steht er, der alte Mann. Bekämpfen wir ihn. Was macht er da? Brunst er da gerade runter? Das sah sehr verdächtig aus. Es freut sich. Ein netter alter Mann. Ein fröhlicher alter Mann. Huch. Ja, hast du es geschafft, zu mir vorzudringen? Was sagst du da? Du hast alle Schalterrätsel gelöst. Das ist ja mal ein Ding. Jetzt, wo der Umbau von Malenfroh City gegessen ist, kann ich mich voll und ganz darauf konzentrieren, meine kleinen Maschinchen zu bauen. Und mir mit jungen Trainern wie dir Kämpfe zu liefern. Ich bin Walter, der Arena-Leiter von Malvenfroh City. Und dein Team macht sich besonders schon mal auf eine Ladung Starkstrom gefasst. Nein. Ich denke, dein Team macht sich ein bisschen auf Widerhall gefasst. Oder auf Doppelkick. Ins Gesicht. Ein Damm hier, Plex. Hab ich nicht gesehen, wie viele Pokémon er dabei hat. Ich glaube, es waren drei, oder? Ah, da sieht man es nochmal. Drei Stück. Sehr, sehr gut. Level 19, okay. Ja, ich bin wieder neugierig. Ich will gucken, was ein Doppelkick macht. Das war wieder gut. Uiuiui. Oh, schade, knapp. Oh nein, nicht Sandwirbel. Mach doch nicht diesen. Sehe ich jetzt halber dein Zauberblatt? Supertrank. Frechheit. Boah, fast komplett, ey. Ja, das machen wir nochmal. Dann sind wir safe. Dann war es das mit diesem Reh, Hirsch, whatever. Elsch. Das hat von allem etwas irgendwie. Ein Radikal. Niemand mag Radikal. Nicht mal Radikal mag Radikal. Hinfort mit dir. Garstige Ratte. Das ist zu einfach hier. Das ist zu einfach. Elisart. Ist das Pferd? Ah, ne. Ah, ich lese. Wie ist das für dieses Elektropferd? Wie ist das denn? Ich weiß nicht. Nun gut. Elezart. Wir machen Zauberblatt. Es wehrt die Attacke ab. Sehr schön, Randy. Du fein gemacht. Wir bleiben dabei. Ladevorgang. Okay. Das heißt, die nächste Elektroattacke. Ah, ne, ist die Spezial. Ding steigt. Okay. Ich dachte, das wäre dieser Angriff, dass die nächste Elektroattacke Doppelschaden macht oder sowas. Das hieß wohl anders. Donner. Junge. Mach mal low. Nee. Natürlich sind wir paralysiert. Randy, beende es. Volltreffer. Oh. Ich möchte ungern nochmal einen Donner abkriegen hier. Nehmen wir Hydri. Hydri müsste doch auch eine Resistenz gegen Elektro haben, meine ich.
Natürlich trifft Donner jetzt immer, ne? Sehr schön, ja. Okay. 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 Ja, das kannst du den ganzen Abend machen, Ladevorgang. Aber wahrscheinlich war das dein letzter jetzt. Jawohl. Die gute Drachenwutregel. Nice. Orden Nummer 3. Orden Nummer 3. Ich weiß gar nicht, was für ein Orden das ist. Ah, haha, die Niederlage habe ich verdient. Ja, hast du. Das war kein richtig schwerer Kampf, muss ich sagen. Du hast meinen Stromkreis unterbrochen und mir den Saft abgedreht. Hier hast du deinen Orden. Nice. Nice. Es läuft, Jungs und Mädels, es läuft. Der Dynamo-Orden. Ah, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Mit dem Dynamo-Orden können Pokémon die VM-Attacke zertrümmern, auch außerhalb von Kämpfen einsetzen. Ab jetzt kauschen ja auch an Pokémon Level 40, bla bla bla. Und was kriegen wir noch? Voltwechsel. Der gute Voltwechsel. Kann wahrscheinlich eh keiner lernen von uns, oder? Ein Pokémon, das Voltwechsel eingesetzt hat, kehrt sofort nach dem Angriff in seinen Pokéball zurück und wird durch ein anderes Pokémon aus seinem Team ersetzt. Junges Gemüse mit Talent, das sieht man hier viel zu selten. Deshalb freut es mich umso mehr, wenn plötzlich jemand von deinem Format hier steht. Danke. Danke, alter Mann. Freundlich. Gut. Eine sehr, sehr schöne Folge. So. Was machen wir als nächstes? Ich glaube, wir müssen ja weiter nach Norden dann, ne? Moment, hier gab es auch noch diesen Fahrradladen, oder? Ja, wir gucken gleich nochmal. Wir gehen erst ins Pokémon Center. Ich meine, wir kriegen hier auch noch ein Fahrrad. Mein Hals kratzt immer noch etwas. Danke, Schwester Joy. Sehr freundlich, sehr freundlich. Dam, 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 dam. So. Wo ist der Fahrradladen? Ich meine, wir hätten ihn schon mal kurz gesehen. Machen wir nochmal die Ehrenrunde. Was ist das hier? Können wir hier rein? Oh, das sieht eher so nach Klamottenladen, Frisur aus. Was ist das für ein Markt hier? Bei Malvinfro TV. Nein, 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 nein. Da habe ich gar kein Interesse dran. I don't like this. I want to buy a bicycle. Fahrrad. Was sind das hier für Läden? Umkehrkampfservice. Ein Umkehrkampfservice. Das ist interessant. Hier ist das Schild. Höhe ins Haus der Prüfung. Hm. Nö, gerade nicht. Da ist der Fahrradladen. Found it. Los, Hände hoch, gib mir ein Fahrrad. Mit wem muss ich reden? Mit dir? Ich lese bei der Arbeit immer schlaue Bücher über Räder. Ein paar davon findest du im Hinterzimmer. Wenn du irgendwas über das Thema Fahrrad wissen willst, kannst du gerne mal darin blättern. Ich hätte gerne ein Fahrrad. Wie wär's damit? Na, was haben wir denn hier? Kundschaft und dann auch noch so energiegeladene? Wer ich bin? Nenn mich einfach Radler. Ich bin der Besitzer dieses Radladens. Radler. Oh Gott, ist das schlimm. Deine Schuhe sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Ja. Hui, du bist wirklich den weiten Weg von Wurzelheim bis hierher gekommen? Na, wenn ich schon unten auf die Karte gucke, ist das nicht unbedingt weit weg. Meine Güte, das muss ja ein richtiger Gewaltmarsch gewesen sein. Mit einem meiner Räder wärst du ein ganzes Stück flexibler und könntest unterwegs auch noch eine sanfte Brise auf der Haut genießen. Weißt du was? Ich schenke dir eins meiner Räder. Aber nicht so schnell. Es gibt nämlich zwei verschiedene Modelle von Fahrrädern. Das Eilrad und das Kunstrad. Eilräder sind für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunsträder dagegen sind für diejenigen, die alle Techniken des Radfahrens beherrschen wollen. Und weil ich so großzügig bin, darfst du dir sogar aussuchen, welches Modell du gerne haben möchtest. Macht das einen großen Unterschied? Ich meine, auf Schnelligkeit kommt es bei uns jetzt, glaube ich, nicht so zwingend an, oder? Aber gibt es Stellen, wo man das Kunstrad braucht dann? Ich nehme das Kunstrad einfach mal. I don't know, ob das eine weise Wahl war, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Wenn du im Nachhinein doch lieber ein anderes Modell hättest, dann sprich mich einfach an. Ah, okay, perfekt. Perfekt, dann hat sich das ja auch erledigt. So, soviel ich weiß, haben wir noch genug Pokébälle. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier raus. Auf Route 118. Hier wird es doch bestimmt was zu fangen geben. Na, ich will erst das Pokémon, ein Pokémon fangen. Okay, angeln können wir notfalls. Wie viele Trainer gibt es hier denn? Oh, das ist ein Item. Nehmen wir jetzt das Item. Eine Trakotafel. Das klingt fast gut, ne?
Wo ist die Draku-Tafel? Ein Item zum Tragen. Diese Steintafel versteckt Attacken vom Typ Drache. Ja. Da haben wir doch jemanden, dem das sehr gut stehen wird. Nice. So, hier ist ein Loch, die Stelle ist verdächtig, vielleicht wird ein Pokémon-Attacke etwas. Wir haben aber keine Pokémon-Attacke. Dann müssen wir wohl angeln. Wo ist unsere Angel? Angel. Angel. Wir haben bloß die eine Angel, ne? Ja. So. Achso, wir haben hier sie ja auch irgendwo auf einer Taste gespeichert, aber ich weiß leider nicht mehr welche. Nun. Oh, wir sollten, wie heißt es? Emuli eigentlich kämpfen lassen. Emuli hat Trugschlag, soweit ich weiß noch. Ein Ammonitas. Das ist okay. Wäre sogar gar nicht blöd, wenn wir das mitnehmen würden. Wenn man ein Wasser-Pokémon. Auf Level 10, ja, das sollte Emuli übernehmen. Sicher ist sicher. Oh, es umklammert uns. Es hat uns lieb. So ein süßes kleines Ammonitas. Einmal Trugschlag, bitte. Ja, das spammen wir jetzt ein paar Mal. Und dann klappt das ganz gut, denke ich. Ja, Biss macht halt gar nichts, aber Biss ist ein schöner Angriff. Weil wir haben ja so wenig Unlicht-Typen und Attacken im Team. Aber das muss auch reichen. Das muss auch reichen. Hatten wir Amoroso nicht als Starter-Pokémon zur Auswahl sogar? War das hier oder war das eine Challenge vorher? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin doch alt und vergesslich. Ja, dann ist auch ein Pokéball lang, ah. Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ich habe auch schon einen passenden Namen für Ammonitas, glaube ich. Warum kam der mir gerade so spontan? Haben wir schon Ammonitas gefangen gehabt? Habe ich das gerade komplett verpeilt? Wieso kam da gerade kein Pokédex-Eintrag? Oh mein Gott, bin ich gerade so lost? Wir nennen dich jetzt trotzdem. Ich will den Namen jetzt loswerden. Fossili. Versteht ihr? Moment, das ist jetzt... Bin ich so dermaßen lost? Komme ich hier irgendwie... Ne, ich kann nicht nachträglich auf die Box, ne? Vorsichtig zurück ins Pokémon-Center. Ansonsten angeln wir auch noch ein neues Pokémon. Geht alle aus dem Weg. Ich hab kein Ammonitas gefangen. Ich kann mich echt nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Aber so viele Pokémon haben wir doch gar nicht gefangen. Warum habe ich das vergessen? Pokémon bewegen. Da tatsächlich. Es war... Okay. Es ist wirklich untergegangen. Upsie. My bad. Ja, Entschuldigung, ich lasse dich hier freikommen. Du darfst wieder weiterleben. Hast nochmal Glück gehabt. Wann haben wir das denn verloren, ey? Was ist geschehen? Ich weiß es nicht mehr. Aber egal. Dann fangen wir ein anderes Pokémon. Dass es da hoffentlich auch gibt. Wenn es halt nur Ammonitas gibt, wäre das sehr, sehr schade. So, Fälschungsknopf haben wir die Angel. Ah, perfekt. Direkt gefunden. Komm. Gib mir ein anderes Wasser-Pokémon. Ich will ein Wasser-Pokémon. Ich hab doch gedrückt eben. Warum holt er sie nicht ein? Junge. Kein Ammonitas. Oh, Iskogon. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut. Vor allem ist das auch schon die letzte Entwicklung, ne? Das dürfte sich auch nicht mehr weiterentwickeln. Machen wir einen Trugschlag natürlich. Auf Level 5 nur. Was hat denn das für ein Typ? Ist das Gift?
Au! Gar nicht gesehen, was für ein Angriff das war eben. Was hat das für ein Typ? Ich meine, ich kenne es. Ich habe es tausendmal gesehen, aber ich kann gerade nicht sagen. Blubber? Ist das auch ein Wasser-Pokémon? Wassergift? Das wäre eine schöne Kombi, glaube ich. So, dich haben wir auf jeden Fall noch nicht gefangen. Zumindest habe ich dich jetzt gerade nicht beim Durchfliegen der Box am PC gesehen. Da müssen wir wohl noch eine Hypnose draufhauen, wa? Machen wir das einfach mal sicherheitshalber. Das macht Randy. Wobei Randy ja keine Hypnose hat, sondern nur Schlafpuder. Wenn man es genau nehmen will, natürlich. Ja, der Blubber macht gar nichts. Ein Viskokon. Oh Gott, ich glaube, da fällt mir die Namensgebung jetzt schon schwer. Offenlegung. Offenlegung war das, okay. Vegetarier von Viskokon wirkt. Der Angriff steigt. Okay. Hör auf mich zu schlagen, jetzt und schlaf. Vegetarier bewirkt, dass es nicht schlafen kann? Oder bezieht sich das nur auf Schlafpuder? Heißt, Hypnose würde funktionieren? Oder wie ist das hier? Probieren wir es aus. Ich will einmal Hypnose machen. Miaui hat Hypnose, oder? Oder einfach Miaui will es blindlings reingehauen. Das kann auch Absorber. Was soll das denn? Was ist das für ein Schmuh? Gut, nehmen wir Teddy kann. Meine ich Hypnose? Ja. Nehmen wir Teddy rein. Oh mein Gott. Ah, wieder eine sehr verpeilte Folge. Ein Tackle. Das Moveset ist so lala, ja. So, machen wir doch mal Hypnose. Ja, das funktioniert anscheinend. Ist ja interessant mit dem Schlafpuder. Also das gucke ich mir gleich nochmal an, was das für eine Fähigkeit ist. Vegetarier, habe ich noch nie gehört, glaube ich. Ja, wir werfen auch einen Superball einfach. Keine Zeit verschwenden hier. Keine Zeit verschwenden. Bloop. 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 Nice. Amazing. Amazing. Sehr gut. Alle schöne Erfahrungspunkte bekommen. So, was für ein Typ bist du jetzt im Endeffekt? Du bist ein Drachentyp sogar rein. Ich dachte, wirklich wäre das irgendwie Wasser oder sowas. Ja, nice. Es greift den Gegner mit ausfahrbaren Fühlern an. Seine Stärke ist vergleichbar mit der Durchschlagskraft der Faustschläge von 100 Profiboxern. Okay. Interessant. Okay, ein Name für Viskogon. Komm, du siehst so schleimig aus und so flutschig. Nennen wir dich Flutschi? Schleimi oder Flutschi? Wir nennen dich Flutschi. Flutschi. Flutschi passt. Nice, nice, nice. Da muss ich nach der Folge mal gucken hier, was es Schönes erlernen kann. Da sagt die Uhr... Wollen wir hier schon aufhören oder gehen wir jetzt schon nach Norden? Nee, wir gehen in der nächsten Folge nach Norden und fangen da unser nächstes Pokémon. Aber wir nehmen jetzt hier, glaube ich, noch ein, zwei Trainer mit, würde ich sagen. Pokémon, die elegant durch die Weiten des Meeres schwimmen, sind einfach toll. Mit einer Attacke namens Surfer kann man gemeinsam mit seinen Pokémon übers Meer gleiten. Okay, du willst gar nicht kämpfen? Du willst kämpfen. Meine Melodie wird sich ihren Weg in dein Herz bahnen. Ja, wenn es eine gute Melodie ist, dann gerne. Ja? Ich mag ja Gitarrenspiele. Burmadam! Das sieht sehr komisch aus. Was machen wir da? Wir machen einen Widerhall. Da sollten wir Randy von der ersten Stelle wegnehmen. Oh, okay. Was ist das für ein Typ?
War das Gesteinstyp oder was? Dann hätte ich auch Zauberblatt machen können, ich Idiot. Okay, gegen welche Typen ist normal nicht effektiv, außer Gestein? Stahl natürlich noch, ich Dummkopf. Aber der wäre Kampf, glaube ich, doch auch gut gewesen. Ja, was soll's. Okay, auch nicht effektiv. Das ist ja interessant. Schau mal da. Ich kann gerade echt nicht zuordnen, was das für ein Typenkombi hat, das Vieh. Ich hätte eigentlich gedacht Käfer oder sowas. Steinskäfer? Macht das Sinn? Ja, ich weiß nicht. Oh Mod! War man wirklich Käfer? Aber hier können wir einen Widerhall machen. So. Noch zweimal Widerhall, sollte reichen. Oh, come on! Oh nein, nicht super Schall. Der gemeine Superschall. Randy, hör mir gut zu. Musst du nur noch einmal machen, dann ist Ruhe. Nur noch einmal Widerhall. Konfusion. Das ist okay. Randy, du musst es nur noch einmal anhauchen. Mach doch nicht diese. Randy, jetzt aber. Es gibt keine Leckerlis später. Gut, keine Leckerlis für dich. Du hast es gewollt. Oh mein Gott, muss ich aufpassen hier. Das gibt's doch nicht. Diese dumme Superschall. Dumme Verwirrung. So ein Schmutz. So was Unnötiges. Ghosty ist Level 20. Ghosty braucht XP. Da schreit er nach einer Unheilböe. Hehehe. Ja, da kannst du Konfusion machen, so viel du willst. Nee, wie immer. Weil es dummes Omo ist, machen wir einfach Zertrümmerer drauf. Weil es dummes, blödes Omo ist. Weg mit dir. Ja, wenn es nicht effektiv ist, mir scheißegal. Level 21, sehr schön. Randy 26, das hat schon ordentlich. Oh, was? Bärenkräfte? Bärenkatapult. Was? Anwender zieht aus seiner derzeitigen Bärenkraft sie bestimmt Typ und Stärke der Attacke. Oh, kann ich gerade überhaupt nicht zuordnen, ob das gut ist oder nicht. Aber eigentlich würde ich ungern jetzt irgendwas davon aufgeben. Wir lernen es mal nicht. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Schön. Schalalalala. Schala. Hey, schala. So, Ghosty nach vorne. Wir machen hier die Trainer noch mit, würde ich sagen. Zumindest die, die kämpfen wollen. Und dann beenden wir diese Folge. Ein Angler braucht eine gute Ausrüstung. Für einen Trainer hingegen sind natürlich seine Pokémon entscheidend und dass er sie mit Herz und Seele trainiert. In der Tat. Aber könnte auch nicht ein Wasser-Pokémon für dich angeln, beziehungsweise fischen? Anorith. Ghosty. Unheilbö. Ist das vom Typ Anorith? Ist das Gestein? Es könnte wieder alles sein. Gestein, Boden, Drache. Ich weiß es nicht. Zertrümmere. Das sollte reichen. Na, Gestein ist es wohl nicht. Sonst wäre das sehr effektiv gewesen. Oh, das waren sehr wenige XP. Kriegen wir noch woanders XP? Ein Draco-Juwel. Mal gucken. Also ist das wieder sowas, was einmalig die Dinge verstärkt, ne? Waren das nicht die dummen Juwele? Aber ist ein Scheiß jetzt wieder. Eine Juwele vom Typ Drache, es erhöht einmalig die Stärke einer Attacke vom Typ Drache. Aber wie krass muss ich das denn verstärken? Naja, was mit dir? Wenn gerade kein Schiff in der Nähe ist, kannst du das Meer auch mit einem Pokémon das Surferberg überqueren. Tja, auf Pokémon ist eben Verlass. Aber mein Pokémon kann auch nicht surfen. Der Duft von Blumen ist wie eine magische Kraft. Er reinigt Körper und Geist. Ich glaube, sie arbeitet zu viel beim TV und in der Werbebranche. Pilz. Der kleine Pilz. Ghosty, Ghosty. Unheilböhi. Oh, come on.
Ja, erstaunlich, dass du überlebt hast. Ne? Dann würde ich sagen, zertrümmern wir doch diesen Pilz einfach ein wenig. Ich mag eh keine Pilze. Das ist irgendwie interessant bei mir. Pilze vom Geschmack her mag ich eigentlich. Aber wenn ich drauf rumkauen muss, kriege ich instant Würgereiz und ich weiß nicht warum. Slimer. Sieht sehr riesig aus. Ein riesiges Slimer. Auch das überlebt gerade so noch. Ja, das kannst du machen, das bringt dir rein gar nichts. So, dann haben wir Unheilböen, dann ist dieser Kampf auch vorbei. Amazing. Es gab jetzt insgesamt weniger XP, als ich dachte, hier auf dieser Route. Naja. Ansonsten war es das jetzt hier, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich gehe ins Pokémon Center zurück, heim meine Pokémon. Und im nächsten Part gehen wir weiter nach Norden, fangen da unser nächstes Pokémon. Ich glaube, Team Aqua müsste da auch wieder schon auftauchen, ne? Wir müssen ja zum Schlotberg, meine ich. Na, wir werden sehen, wir werden sehen. In diesem Sinne, dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Ciao.